Hallo, in diesem Video geht es um folgende Aufgabe. Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit AB gleich 8 cm, AC 4 cm und der Winkel BAC mit 70 Grad. Berechne die Länge der Strecke BC. Wenn keine Zeichnung oder Skizze dabei ist, empfiehlt sich immer, erst eine Skizze zu zeichnen, um sich das etwas grafisch vorstellen zu können. Eine Skizze heißt auch, man muss es nicht maßstabsgetreu zeichnen, also darf man gerne freihand schnell hinzeichnen. Dann haben wir hier die Punkte ABC. Und jetzt nächster Schritt, alle bekannten Größen eintragen. Ich kenne die Strecke AB mit 8 cm, ich kenne die Strecke AC mit 4 cm, ich kenne den Winkel BAC mit 70 Grad und gesucht ist die Strecke BC, also die hier. So, wie rechnen wir das? Ich stelle mir da am Anfang immer folgende Frage, ist dieses Dreieck rechtwinklig, ja oder nein? Wenn es rechtwinklig wäre, können wir nämlich mit Sinus, Cosinus und Tangens oder Pythagoras arbeiten. Wenn nicht, funktioniert nur der Sinussatz oder der Cosinussatz. Da wir hier nicht wissen, ob ein rechter Winkel vorhanden ist, weil wir wissen nichts über die beiden anderen Winkel, müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig, also einen der beiden Sätze hier benutzen, Sinussatz oder Cosinussatz. Dann in der Formelsammlung nachschauen, welcher dieser beiden Sätze jetzt wohl funktioniert. Wenn wir uns den Sinussatz anschauen, finden wir heraus, wir brauchen zwei Winkel für die Berechnung. Da heißt ja im Prinzip, Seite geteilt durch Sinuswinkel ist gleich Seite geteilt durch Sinuswinkel. Also zwei Winkel müssen irgendwie vorhanden sein, entweder gesucht oder gegeben. Da wir hier nur einen Winkel gegeben haben und über einen zweiten nichts wissen, funktioniert an der Stelle der Sinussatz nicht. Überprüfen noch den Cosinussatz. Beim Cosinussatz brauchen wir alle drei Seiten und einen Winkel. Wenn wir uns das anschauen, wir haben zwei Seiten sind bekannt und ein Winkel ist bekannt und die dritte Seite ist gesucht, also würde genau funktionieren. So, wie rechnen wir das jetzt? Wenn wir die Formel nehmen aus der Formelsammlung, die heißt dann wahrscheinlich a² ist gleich b² plus c² minus 2 mal b mal c mal Cosinus von Alpha. Hier sind jetzt natürlich a, b und c im Spiel. Vielleicht hat unser Dreieck das nicht, deswegen gilt eigentlich Folgendes, nämlich hier gibt es ein kleines System dahinter. Ich schaue im Prinzip immer auf den Winkel und mit der Seite, die gegenüber von diesem Winkel liegt, beginne ich immer den Cosinussatz. Also ich habe jetzt hier Cosinus Alpha, das bedeutet, mein Cosinussatz beginnt auch mit a², weil Alpha a gegenüber liegt. Hätte ich jetzt zum Beispiel hier Cosinus von Beta stehen, dann würde mein Cosinussatz mit b² anfangen. Also würde er im Prinzip so aussehen. Und mit Gamma funktioniert es natürlich genauso. Okay, auf unser Beispiel umgemünzt. Ich schaue an, wo liegt mein Winkel. Das ist der 70 Grad Winkel hier unten. Und gegenüber liegt die Strecke BC. Also fange ich auch mit der im Cosinussatz an. Also bc² ist gleich, jetzt kommen die beiden anderen Strecken, nämlich ab² und plus ac². Ja, ist dabei egal, ob ich erst mit ac oder ab beginne, macht hier keinen Unterschied. Minus 2 mal ab mal ac mal Cosinus des Winkels, den wir benutzt haben, das war der BAC. So, bekannten Größen einsetzen. Was wissen wir alles? BC ist ja gesucht, die lasse ich stehen. Ist gleich ab sind 8, also 8² plus 4² minus 2 mal 8 mal 4 mal Cosinus von BAC waren 70 Grad. Wer einen Solver zur Verfügung hat, der kann ihn an dieser Stelle schon einsetzen. Der bringt ja meistens gleich das richtige Ergebnis raus. Nur Achtung, wir brauchen das positive Ergebnis, weil hier auf der linken Seite steht ein BC zum Quadrat. Ja, also es gibt zwei Lösungen. Eine macht keinen Sinn, weil es negativ ist. Also da beim Solver natürlich auch aufpassen. Wer keinen Solver zur Verfügung hat, muss eben noch einen Zwischenschritt machen. Wie gesagt, dieses hoch 2 muss weg. Das schaffen wir durch die Wurzel. Also wir ziehen komplett die Wurzel draus, dann folgt daraus. BC ist gleich, und jetzt eine große Wurzel, 8² plus 4² minus 2 mal 8 mal 4 mal Cosinus von 70. Grad. So, und das kann jetzt jeder Taschenrechner ausrechnen. Einfach eintippen, wie es dran steht,
Und dann folgt daraus, BC sind 7,62 cm. So, und damit haben wir die fehlende Seitenlänge über den Kosinussatz berechnet.